Die Reise führt uns von Stavoren über das Eiselmeer auf das Wattenmeer. Wir wollen Harlingen besuchen und anschließend weiter durch das Wattenmeer zur Insel Vlieland. Die Schleuse in Stavoren ist schnell passiert. Ein leichter Nordwind lässt uns gemütlich bis zur Ansteuerungstonne von Vorkum kreuzen. Auf Kanal 1 hören wir Wassertemperatur Eiselmeer 24,6 Grad. Die Segel sind schnell eingerollt und ich bin schon im Wasser. Um 16.30 Uhr machen wir vor der Schleuse Vorkum für die Nacht fest. Wir genießen die Ruhe und ab und zu das Schleusenkino. Am Abend gibt es die bereits in Lemmer gekauften Matjes mit Kartoffelsalat. Nachdem wir am nächsten Morgen wieder auf das Eiselmeer kommen, zeigt es sich von seiner diesigen Seite. Der Übergang vom Wasser zum Himmel am Horizont ist kaum auszumachen. Mangels Wind motoren wir bis zur Schleuse Kornwerder Sand. Nach 20 Minuten Wartezeit dürfen wir einfahren. Um 11.45 Uhr sind Schleuse und Brücke passiert und wir stehen im Wattenmeer. Der Wind, der keiner ist, kommt aus Nord. Unser Ziel Harlingen liegt ebenfalls mit Kurs Nord. Also motoren wir weiter und machen um 14 Uhr in dem kleinen Hafen des HWSV fest. Einfahrt in Harlingen. Jetzt gehen wir durch die Schleuse durch und dann in den Hafen des WSV Harlingen. Nun hat's uns auch erwischt. Am Nachmittag warten wir die Regenschauer ab, machen uns ausgehfein und freuen uns auf ein leckeres Abendessen im Giotter.
Den Abend schließen wir mit einem Rundgang durch die Stadt. Am nächsten Tag, nach der Schleuse, geht es wieder weiter unter Motor zur Insel Vlieland. Bereits mittags legen wir an. Um 14 Uhr spazieren wir schon zum nahegelegenen Strand. In der Strandbude Ost genießen wir bei einem traumhaften Blick über den Strand ein Vlielandbier. Zurück auf dem Schiff wird gefaulenzt. Das Thermometer zeigt 32 Grad. Um 21 Uhr wird es innerhalb 10 Minuten stockdunkel und von Süden zucken die ersten Blitze heran. Heute Morgen übernehmen wir um 10 Uhr die am Vortag bestellten Rentnerbikes. Radeln damit kreuz und quer über die Insel zur Gaststätte Posthus. In Flora und Fauna gibt es jede Menge zu entdecken. Wattenmeer und Nordsee sind nur wenige Minuten voneinander getrennt. Hier essen und trinken nicht nur wir eine Kleinigkeit, bevor es weitergeht durch die Dünenlandschaft und einen Abstecher zum Strand.
Die Regenschauer am Nachmittag sorgt wieder für mehr Wasser unterm Kiel. Auch am nächsten Morgen ist der Strand nicht vor uns sicher. Wir nutzen das Licht für ein paar schöne Aufnahmen. Am frühen Nachmittag starten wir wieder zurück mit Kurs Harlingen. Zunächst 4 bis 5 Beaufort. Später 5 bis 6 aus Südwest bis West bescheren uns einen Segelwind vom Allerfeinsten. Trotz gegenlaufendem Ebbstrom kommen wir flott voran. Als wir bereits um 18 Uhr vor Harlingen stehen, entscheiden wir uns kurzerhand, weiter durchzufahren bis zur Schleuse Kornwerder Sand und dort weiter ins Eiselmeer nach Makkum zu fahren. Mit der untergehenden Sonne belegen wir die Leinen im Stadthafen. Heute kommt der Wind aus Süden. Und das können wir schön darunter segeln, gemütlich. Schöner Segelwind. Gut. Der neue Morgen begrüßt uns wieder mit Sonnenschein. Bevor wir ablegen, bezahlen wir noch unser Liegegeld im Hafenbüro für die letzte Nacht und beobachten ein Schleusenmanöver. Hier in der Werft Feedship werden Yachten gebaut für Multimillionäre aller Nationalitäten. Dann setzen wir bereits im Kanal die Segel und kreuzen ca. 3,5 Stunden nach Hindelopen, eins unserer Lieblingsziele am Eiselmeer. Hier sind wir heute Abend mit Petra und Helmut von der Fortuna zum Abendessen verabredet.
Nach dem Essen sitzen wir noch im Cockpit, bis uns ein Regenschauer auseinandertreibt. Bei der Ausfahrt aus Hindelopen am nächsten Morgen schießt Petra noch einige Fotos von unserer Miles & More mit Mannschaft. Vielen Dank nochmal dafür. Da bereits gestern für heute Wind von 25 bis 28 Knoten angesagt wurden, verkrümeln wir uns lieber in die Binnenkanäle Frieslands und verbringen den Nachmittag in Vorkum. Nach den leckeren Kässpatzen versuche ich das Wetterleuchten am südlichen Nachthimmel festzuhalten. Ein Blick auf das Wetterradar verrät uns heute Morgen, dass ab 9.30 Uhr wieder mit herrlichem Sonnenschein zu rechnen ist. Als die Entenliesel ihre Tiere versorgt hat, können wir ablegen und Motoren durch den engen Stadtkanal bis zur Tankstelle. Mittelleine, ne? Ich weiß, ich habe nur die andere ein bisschen zurechtgelegt. Der Wind drückt uns weg. Ja, aber sie sind auch fett.
Nachdem die Eisenbahnbrücke passiert ist, segeln wir nur mit der Genua durch die Wiesen Frieslands. Im Heger Meer legen wir uns noch 2 Stunden bei 1,70 Meter Wassertiefe vor Anker, faulenzen, schwimmen und picknicken. Als der Wind dann plötzlich mit 26 Knoten aufbriest, flüchten wir uns weiter Richtung Heimathafen Warns. Aber nicht ohne unterwegs in Gala Madammen noch einen Kaffee und Apfelgebäck aufzunehmen. Da in der kommenden Nacht der Wind an Stärke nicht abnehmen soll, packen wir kurzerhand unsere 7 Sachen und fahren noch am Abend nach Hause. Das war unsere Reise nach Vlieland. Es war eine sehr abwechslungsreiche Woche und sie hat mal wieder viele Facetten dieses schönen Segelreviers gezeigt. Nordsee, Wattenmeer, friesische Kanäle und Seen und natürlich die idyllischen Orte, die immer eine Reise wert sind. Auch Wind und Wetter haben keine Optionen offen gelassen. Vlieland ist und bleibt für uns die schönste der westfriesischen Inseln. Wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal. Tot ziens!